Vorige Woche irgendwo in Moskau. Journalist Hubert Seipel trifft Edward Snowden. Fast 7 Stunden lang. Für ein Interview, das für Diskussionen sorgen wird. Aber nicht ganz so, wie sich die Beteiligten das gedacht hatten. Am Tag nach der Ausstrahlung viel Häme. Wie die ARD einen Knüller versendete. Gute Nacht, ARD, lästern die einen. Die anderen fürchten die Wiederkehr der Gremlins. Ich glaube, das ist eine völlig künstlich hochgejatzte und aufgeregte Debatte. Ich finde nicht, dass wir es versemmelt haben. Ja, wir haben eine ziemlich schräge Diskussion, was das Ganze angeht. Eigentlich ziemlich absurd im Grunde genommen. Sonntagmittag in Hamburg. Seipel schneidet eine halbstündige Fassung des Interviews fürs Erste. Bis die Zuschauer sie zu sehen bekommen, soll es aber dauern. Die ARD sendet abends erstmal Otto Normalprogramm. Erst Tagesschau, dann Tatort, dann Jauch. Hier diskutieren sie schon über das Interview, das bis dahin noch niemand gesehen hat, auch online nicht. Jauch serviert erstmal nur Häppchen. Wer mehr sehen möchte, direkt nach den Tagesthemen sehen Sie das Interview von Herrn Seipel mit Edward Snowden in einer längeren Version. Heißt also, das weltexklusive Gespräch sendet die ARD erst spät, nach 23 Uhr. Das ist so eine alte Weisheit in der Schule. Man muss eigentlich das Buch schon vorher gelesen haben, bevor man darüber diskutiert. Nun habe ich die Entscheidung nicht getroffen, die liegt bei der ARD, beim ARD-Programmdirektor, bei Herrn Harris oder beim ARD-Chefredakteur, bei Herrn Baumann. Wann hätten Sie es gesendet? Na, ich hätte dem Zuschauer schon zugemutet, vorher sich das anzugucken. Der Sendeplatz auch unter Redakteuren in der ARD umstritten. Hier in der Programmdirektion in München haben sie in Absprache mit dem NDR beschlossen, wie es läuft. Begründung des ARD-Chefredakteurs Thomas Baumann. Wir haben versucht, die wichtigsten Inhalte dieses Interviews einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Einem Publikum, das nicht per se am Schicksal Snowdens und dem Thema NSA interessiert ist. Und unser Eindruck ist, wer das Interview in voller Länge sehen wollte, der hat das gerne auch kurz nach 23 Uhr getan. Es war jedenfalls am Ende das Ergebnis des Diskussionsprozesses, dass es eine Einbettung in Jauch geben soll und das Interview danach in voller Länge laufen soll. Ich kann aber grundsätzlich verstehen, dass man auf den Gedanken kommen kann, erst ein Interview zu senden und hinterher drüber zu reden. Snowden ist eine sehr bekannte Person, die in aller Munde ist. Das ist auch etwas, was man mal unabhängig von Quote sehen muss, sondern wo man, meine ich, etwas in der Hand hat. Ein erstes weltweit exklusives Interview. Ulrich Lenze hat das Interview mit der Firma Cinezentrum produziert, einer 100%igen Tochter des NDR. Auch Lenze musste Kritik einstecken, denn im Internet ist der Film fürs Ausland geblockt. Die Rechte an dem Interview lässt Cinezentrum separat vermarkten. Wenn ABC oder Fox oder Al Jazeera, CNN, wer auch immer vor Jahren ein Interview mit Osama bin Laden geführt hätten, dann können Sie sicher sein, dass diese großen internationalen Fernsehanstalten ein solches Interview auch weltweit vermarktet hätten und sich das auch bezahlen lassen. Ein solches Interview kostet ja auch Geld. Das kostet Logistik, das kostet Zeit. Das kostet vorab eine lange Recherche und viele Gespräche, die dafür notwendig sind. Die ARD hat ja der EBU, also internationalen anderen Fernsehsendern, wesentliche Teile dieses Inhaltes übermittelt. Das heißt, von Blocken, Zurückhalten, alles Mögliche, das ist ja nicht der Fall in dem Zusammenhang. Die wesentlichen Nachrichten sind international raus. Und doch meckern nun viele. Dabei hat Snowden wieder einiges enthüllt. Etwa, dass die NSA nicht nur Politiker abhört, auch Zweit- und Drittrangige, sondern auch Industriespionage betreibt. Eigentlich geht es um diese top-journalistischen Inhalte, die wir präsentiert haben. Und plötzlich stehen technische Argumentationen im Mittelpunkt. Natürlich hat das auch was mit ARD-Bashing zu tun. Wir haben das Interview bekommen, andere nicht. Ich finde, Hubert Seipel kann sehr stolz darauf sein, die ARD kann sehr stolz darauf sein. Und ich weiß, dass es da draußen eine Menge Kollegen gibt, die sich gerade schwarz ärgern. Das erste Fernsehinterview mit Edward Snowden weltweit. Zu den Machenschaften der NSA. Ein wichtiges Interview. Auch wenn es in die Mühlen von Kollegenneid, Quotenkalkül und Vermarktungsdruck geraten ist. Journalists.